Dieser Käse hier kostet pro Kilo sagenhafte 1.000 Euro. Kein Scherz. Und Sie zu Hause fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, wie bitteschön kommt so ein absurder Preis zustande? Tja, genau das wollten wir auch wissen, sind zum Produzenten gefahren und haben uns die Antwort geholt. Diese Passanten ahnen nicht, welchen Preis der Käse hat, den sie da gerade probieren dürfen. Zeit, sie aufzuklären. Wow. 1.000 Euro. Ja, Wahnsinn. Okay, krass. Warum ist der so teuer? Ich verstehe nicht, wieso der so viel Geld kostet. Verstehe ich nicht. Was ist da drin? Genau das fragen wir uns auch. Unser Team macht sich auf den Weg zum Ursprung des außergewöhnlichen Käses. Die Reise führt uns nicht etwa nach Westen ins Käseland Frankreich, sondern genau in die andere Richtung. Den wohl teuersten Käse der Welt gibt es auf dem Balkan. Genauer gesagt in Serbien. 10 Stunden Autofahrt später sind wir mitten im Nirgendwo. Hier dreht sich die Welt offenbar noch etwas langsamer. Immerhin, an der Zieladresse werden wir bereits erwartet. Von Vuk, unserem Informanten. Hey, hey! Bist du Vuk? Ja, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Gibt es hier den teuersten Käse der Welt? Ja, willkommen in Sasavica. Sasavica ist ein 300 Hektar großes Naturreservat, in dem die unterschiedlichsten Tiere leben. Aber welches davon gibt die Milch für den Luxuskäse? Juniorchef Vuk hält sich zunächst bedeckt. In diesem Teil des Reservats haben wir typisch serbische Tiere. Ein paar alte Rassen. Schafe und Ziegen, Tiere, die hier schon immer ihre Heimat hatten. Wir haben auch 60 von diesen hier. Podolische Rinder, die sind sehr selten in der Gegend. Und von denen kommt der Käse? Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja genau, jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.